Kumu beide, bitte. 1,33. 1,30, nächste. Pilzschlucht, 2,5. Wie soll ich denn da langkommen? Weiß das einer? Ah! Was hast du da? 2,4. Gut, Totzfabrik 2,15. Oh, da fehlt, hab ich aber noch gar nicht. Wie soll ich denn hier oben langkommen? 2,16 habe ich da. Kann ich den hier eine Seite nehmen? Nein. Wie soll ich denn hier langkommen? Gibt's da einen Trick? Gegen Geist antreten, machst du? Scheiße. Ich meine, das geht ja irgendwie schlecht. Ich versuch's mal irgendwie hier. Nee, es geht nicht. Wie soll ich denn? Verdammte Scheiße. Muss ich bestimmt irgendwo anders reingehen. Nö? Nö? Nein, vielleicht auch nicht. Ah, fuck. Und warum startet man auch nicht mit voller KP? Das nervt doch. Leck mich am Arsch! Ich glaube nicht. Tim. Das ist voll unfair auf der Oberwelt. Okay, das ist das beschissene Dungeon. Was wollte ich jetzt? Genau. Kann ich mich hier verwandeln? Genau. Ach, ich hab keinen Bock, mir Feen zu holen. Hey! Hey! Oh! Ja, das fing schon mal geil an. Ich nehm. Wee! Gucken, ob hier irgendwo Feen. Was drin ist. Ja, der Gegner natürlich. So, jetzt aber. Ich chill das so. Hey! Was? Ich hab hier anscheinend alle mit Knochenpause gemacht. Das ist ja cool so. Ich fahre mit schweren Charakteren gar nicht gerne. Phantom. Ich werde mich fahren mit mittleren Charakteren. Ich glaube, ich nehme das Top-Head. So, und jetzt machen wir mal richtig hier. Schwer, oder? Hm. Ich finde lustig, dass Rosalina auch schwer ist. Echt? Ja. Ja, die ist so groß. Nein, die ist schwer. Wie schwer? Die wiegt zu viel. Der liegt eher an der aber das ist lustig, und die sieht ja genauso aus wie Peach, aber Peach ist normal, oder? Ja. Mit welchen fährst du am liebsten, Brett? Ich leicht, schwer, mittel. Die Knochenbau. Echt auch? Ich fahr am liebsten mit leicht. Ich fahr am liebsten mit mittel. Ich nehme mal Vario Bike, das finde ich am besten. Das Fahrzeug. Ja, wegen dem Aussehen, das ist so nicht nein, so schlecht. Nein, das Vario Bike finde ich am. Das ist am besten von den Stats, finde ich. Echt? Ja, finde ich. Ein Kumpel von mir fährt meistens mit leicht und dann mit diesem Quark-Quark oder wie das Ding hieß. Gibt's irgendwo eine Fee hier drin? Ne, schade. Dark World. Do the Dark World! Leck, die haben ziehen die auch so viel ab. Eine Fee, eine Fee, eine Fee! Ach, ich kann sie eigentlich einsammeln direkt. Alter, der hat voll scheiß Ending. So. Ja, heute sind irgendwie nicht so viele da, ne? Eine Biene! Ah! Alter! 10 Leute gucken zu, im Chat sind... Nur 3. 3. Was ist denn ein Pro? Der ist einer, der Geld ausgibt. Halb PC 86. Alter, das kann nichts werden, ich bin jetzt schon von der Kiste getroffen. Ach, bist du trotz Dings? Hm. Ich mag die Strecke. Hui! Get the money! Oh. Okay, ich wusste, dass der Weg falsch ist, aber warum gehe ich denn hier lang? Alter, da muss ich vom Gas runtergehen, oder? Nö. Warte, wo kam ich gerade her? Mist. Wo kam ich gerade her? Hier? No. Alter, mein Geist pont mich voll. Was passiert, wenn ich hier rausgehe? Wo bin ich denn? Okay, aber was will ich in der Stadt? Eine Stadt ist doof. Nee. Ja, der war cool. Wie bin ich gerade hierher gekommen? What the fuck? Wie bin ich gerade hierher gekommen? Das ist nur ein Weg irgendwie. Tja.
Seriously? Ich bin hier oben irgendwie. What the? Wie bin ich gerade hierher gekommen? Oh mein Gott. Into the dark world. Bin ich von hier unten echt gekommen? What the fuck? Ja, von hier aus, recht. Stimmt. Hier ist schon richtig. Hey! So, jetzt aber mal for real. Will ich da unten reinfallen? Ich fall mal da unten rein. Mal sehen, wo ich hier hinkomme. Auf jeden Fall war ich hier noch nicht. Sieht aber auch nicht gerade gut aus. Yeah! The big fire stick. Geil. Ach. Das könnte ein Schlüssel drin sein. No. Aber... What the... Hey, der eine ist reingefangen. Dreck! Hier ein Herz. Boah, es sieht ja anders aus. Hier war ich noch gar nicht. Irgendwo muss das... Die große Schlüssel brauche ich nur und... Dann krieg ich ein Feuerding, dann bin ich eigentlich schon beim Boss. Das Dungeon ist, glaube ich, gar nicht so lang. Oh, Mann. Nicht so lang. Ich brauche Herzen. Herzen, Herzen, Herzen. Ah, eins. Haha. Okay, zwei Schlüssel, das müsste reichen jetzt. Was? Yay! Warum verkacke ich eigentlich so? Weil ich einfach keinen Bock habe, mehr Herz zu holen wahrscheinlich, ne? Maybe. Genau das, ja. Geh mal hier oben lang. Brain ist afk. Ich will. Oh Gott, oh Gott. Was? Es kommt bei mir alles zwar ein bisschen verspätet, also später als bei dir, aber. Aber? Jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ist geradeaus da reingefallen. Du bist einfach geradeaus gelaufen und in den Abgrund gefallen. Ich hab auch keine Ahnung. Ey, jetzt habe ich drei Schlüssel, was ist da ab? Brauch ich doch gar nicht. Zerstören wir den ganzen Gegner. Ach, brauch ich auch nicht eigentlich. Ich meine, ich könnte es ja machen. Ich gebe ihm die Herzen. Maybe. Maybe. So, oh Gott. Oh, hallo. Das war cool. Geplant war das. Aber sowas auf jeden. Jeden. So, hier ist, bin ich wieder hier. Okay. Jetzt muss ich allerdings einen großen Schlüssel kriegen und dann irgendwie da runterfallen. Okay. Ah, und da komme ich nicht lang. Ich könnte wieder einen lustigen Bombentrick ausprobieren, aber der klappt eh nicht. Ach, hier unten ist eine Tür. Gut. Krüger! Warum ziehen die dir so wenig ab? Ich meine, in einem anderen war noch eine Tür, oder? Wo? Ja, es sind noch mehrere Türen. Nein, wo du vorhin schon warst, aber... Ja, da kann ich noch nicht hin, da war irgendwie ein Loch. Boah. Hier war ich auch schon... Oh, jetzt habe ich den Schlüssel verschwendet. Wie beim letzten Mal. So, jetzt gucken wir mal, wo hier noch... Ach, suchen wir wieder stundenlang den letzten Schlüssel. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, hier braucht man gar nicht so viel Schlüssel in den Dungeon. Erstmal will ich wieder raus hier. Und wieder an die Oberfläche. Damit ich da sterben kann. Und dann wieder den ganzen Weg hier hingehen muss.
Wie bin ich denn letztes Mal hier lang gekommen? Links. Echt? Bin ich nicht hier irgendwie oben gegangen? Aber bin ich wahrscheinlich direkt wieder rausgegangen einfach, ne? Hi Goldlip. Ich falle einfach mal hier runter, weil weiß, wo ich da hinkomme. Wahrscheinlich war ich da schon. Ja. Es war schon drei Wege in diesen Raum. Geil, oder? Voll korrekt krank. Und ich glaube, hier ist ein Loch, oder? Ja, dann komme ich da zum Schlüssel. Okay, das ist schon mal gut. An den großen Schlüssel habe ich noch nicht. Gehen wir hier rein. Du heißt nicht Goldlip? Goldilk. Goldilk halt. Oder so. Hier, Rien, guck dir. Ja, oder so. Aber das ist nicht groß geschrieben! Fuck. Diese dummen Mumien. Wo soll ich gucken? Hier, diesen Raum. Ist da noch eine Tür, oder? Wie soll ich den schaffen? Wie geht der Raum? Muss so ein Trick geben. Wie ist ein Schalter? Nicht eine Tür. Ja. Ja, warum gehst du denn da nicht hin? Aber hier ist ein Schalter. Und wenn ich hier raufgehe, dann geht der nach wieder zu. Die Statue drauf schieben. Ja, aber von welchem, wie soll ich das machen? So. Zieh, kannst du die Statue ziehen? Nicht, oh, ja stimmt, das kann man ziehen. Oh, ganz vergessen. Zu viel Ocarina of Time gespielt. Ach nee, kann man da auch fail. Ocarina of Time kannst du auch ziehen. Halt's Maul! Keine Ahnung. Du musst jetzt ein Stückchen nach unten machen. Ich weiß. Alle Alien-Geräusche. So, das war ja voll das Hardcore-Rätsel, ey. Ah, diese... Na! No. Dummen Gegner. Bam, bam. So, nicht sterben jetzt. Ah, ah, I'm a Bonnie. Wie lange bleibt das jetzt so gut? Okay, Bosski, das ist schon mal gut. Ich müsste eigentlich nichts mehr machen, aber ich guck mal. Ich guck mal, was hier ist. Finde ich eine Feenquelle? Ah, Feenquelle? Boah, Magic Pot. Ich sterbe jetzt freiwillig. Ist wohl das Schlauste. Da habe ich volle KP, sterbe nicht wieder auf der blöden Overworld und bin sowieso wie am Anfang. Zum Anfang hätte ich auch einfach was in der Hand nehmen können oder den Spiegel, aber egal. Ja, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. So. Oh, ich dachte, ich falle direkt bei der Truhe runter. Aber okay. Hier gibt's Herzen. Cool. Awesome. Ja. Okay. So. Jetzt vielleicht? Aha. Und hier unten ist einiges zum Wegbomben. Oder natürlich so. Hardcore-Variante. Hätte ich... Warte, da will ich nochmal gucken, was da hinten ist. Da muss ich nochmal raus und reingehen. Damit der blöde Krug da wieder da ist. Der ist natürlich nicht da. Okay, ich nehme ein Herz in Kauf, dass ich da oben hingehe. Ah! Okay, oder zwei Herzen. Weil es sich ja voll gelohnt hat. Boah, hat sich das gelohnt. So, hier will ich aber hin, das ist schon mal gut. Und damit kann ich dann Feuer machen. Ah, raus hier. Na, egal, passt doch. Mal ein Herz vielleicht.